Hallo, hier ist Kip. Wie ihr vielleicht auf Twitter schon gelesen habt, werde ich meinen ersten Science-Fiction-Roman unter dem Namen Kip Supernova schreiben und veröffentlichen. Bisher waren meine Werke Fanfictions und Fanart des Films Escape from Planet Earth, beziehungsweise nichts weg vom Planeten Erde. Da ich jedoch so viele Ideen für eine eigene Science-Fiction-Geschichte habe, die in der Welt der blauen Aliens spielt und Kip, also meiner Wenigkeit, mehr Persönlichkeit und Tiefe verleihen möchte, habe ich mich dazu entschieden, aus der Fanfiction eine eigene Geschichte, ein eigenes Werk zu machen. Da Namen und Begriffe wie Planet Barb oder Gary Supernova oder Barca urheberrechtlich geschützt und an den bereits erwähnten Film rechtlich gebunden sind, kann und darf ich diese für meine Geschichte nicht kommerziell nutzen. Und ich möchte schon, dass mein Roman gedruckt und irgendwann im Buchhandel zu bekommen ist. Deshalb habe ich mich für einige Veränderungen für die Story entschieden. Kip, also ich, lebe auf dem Planeten Koban. Koban ist eine Zivilisation vom Typ 1. Das heißt, die Kobaner können die Energie ihres Planeten voll nutzen, haben einen Weltraumlift und Raumschiffe mit Überlichtgeschwindigkeitsantrieb. Die Kobaner haben blaue Haut und stammen von Amphibien ab. Deshalb haben sie keine Nasen und atmen durch die Haut. Koban befindet sich im Kalten Krieg mit dem benachbarten Sternensystem Reptilion. Der Planet Pano ist der Schwesternplanet zu Koban. Kip, also ich, studiert an der Albastro Akademie Computerwissenschaften und Quantenkybernetik. Kiku ist sein Cousin, Skona sein Onkel und seine Eltern sind Gary und Kisa. Quim ist Roboterwissenschaftler und Kips Doktorvater am Institut für Kybernetik. Auf Koban befindet sich Neba, ein Flughafen und Weltraumlift von der Größe einer ganzen Stadt. In der Geschichte geht es grob darum, dass Kip Kontakt zu einem mysteriösen Brieffreund hat, dessen Nachrichten er immer aus einem unbekannten Sektor der Galaxis aufschnappt und chattet. Im Verlauf der Story erfährt Kip, dass sein Brieffreund vom Planeten Biro stammt, dessen Existenz durch die Explosion des Sterns Antares bedroht ist. Tja, soweit zu der Geschichte und zu den kleinen Veränderungen und ja, ich hoffe, euch gefällt das Projekt und ihr hört und seht bald mehr davon. Und ja, wir sehen uns und bleibt gesund und neugierig und tschüss.